Der Künstler Gunter Demnig verlegt seit einigen Jahren sogenannte Stolpersteine für Holocaust-Opfer, um die heutige Gesellschaft am Vergessen zu hindern. Sie unterstützen das Projekt. Können Sie kurz erklären, worin diese Unterstützung besteht? Ja, ich habe 1994 die Ausstellung gesehen, Stolpersteine, hier wohnte, in der Antoniterkirche in Köln. Das Projekt von Herrn Demnig hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe erfahren, dass das Projekt hauptsächlich durch Spenden und Patenschaften finanziert wird. Das heißt, die Arbeiten von Herrn Demnig werden so finanziert. Und ich habe mich damals entschlossen, auch solche Patenschaften zu übernehmen. Das heißt, man übernimmt dann die Kosten dafür. Ein Stein kostet 75 Euro. Was genau fasziniert Sie an dieser Aktion? Ja, was fasziniert mich an dieser Aktion? Im Grunde genommen bewundere ich den Mut und die Beharrlichkeit von Herrn Demnig, der nachfolgenden Generation dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte, der jüngsten deutschen Geschichte, nahezubringen. Die Steine werden ja vor den Wohnungen verlegt, in denen die Leute gewohnt haben, die umgebracht worden sind. Und die Leute, die dort heute wohnen, die wissen direkt, hier wohnten Leute, die von den Nationalsozialisten umgebracht worden sind. Das Projekt Stolpersteine ist in dem Katalog Größenwahn Kunstprojekte für Europa verzeichnet. Würden Sie zustimmen, dass dieses Vorhaben, allen damaligen Holocaust-Opfern einen solchen Gedenkstein zu widmen, größenwahnsinnig ist? Also, soweit ich weiß, ist der Katalog, von dem Sie sprechen, der ist 1993 erschienen. Und das war der Zeitpunkt, zu dem Herr Demnig die Idee für dieses Projekt hatte. Realisieren konnte er es zu diesem Zeitpunkt nicht, da er weder in Köln noch in Berlin, wo er ja herkommt, die erforderlichen Genehmigungen erhielt. Da war sehr viel Bürokratismus im Spiel, da mussten sehr viele Anträge gestellt werden. Soweit ich aber weiß, geht es heute leichter. Wie viele Patenschaften haben Sie denn bisher übernommen? Ich habe bis jetzt 247 Patenschaften übernommen. 247? Ich habe mir sagen lassen, dass ein Pate normalerweise zwischen einem und vier Steinen in Auftrag gibt. Ja, das ist richtig. Die Menschen, die das Projekt von Herrn Demnig unterstützen, nehmen in der Regel einen Stein. Ohne, und das ist interessant, eine direkte Beziehung zu den Opfern oder zu den Menschen zu haben, denen dieser Stein gilt. Es kommt aber auch vor, dass Angehörige und Nachkommen der Opfer Patenschaften übernehmen. Wie ist das bei Ihnen? Ich meine, es wäre doch durchaus denkbar, dass Sie als Zeitzeuge mit jüdischen Bürgern in Berührung gekommen sind. Und gerade die Intensität, mit der Sie heute Herrn Demnigs Projekt verfolgen, unterstützen, legt das ja eigentlich auch nahe. Mich interessiert, ob Sie damals genauso viel Engagement für die Menschen, sprich für die Juden, aufgebracht haben, wie Sie das heute für die Steine tun. Also jeder, der damals gelebt hat, kam in irgendeiner Form mit Menschen in Berührung, die in den kommenden Jahren möglicherweise verschleppt oder auch umgebracht worden sind. Im Übrigen bekam man ja mit, dass Menschen, die man selbst eigentlich gar nicht kannte, Gewalt und Unrecht angetan wurde. Können Sie sich an ein konkretes Ereignis erinnern? Ja, es ist wohl so, jeder, der damals gelebt hat, wird sich an den 10. November 1938 erinnern können. Es war so, ich ging morgens an der Synagoge vorbei und vor dieser Synagoge hatte sich eine große Menschenmenge zusammengerottet, Leute in SA-Uniformen, ohne Uniformen. Einige überlegten lauthals, wie man den Davidstern von der Synagoge
runterholen könnte. In den Häusern nebenan waren zum großen Teil die Fenster zerschlagen. Aus einigen Fenstern kamen noch Rauchschwaden. Auf dem Bürgersteig lag Hausrat, Möbel, Glas, alles Mögliche teilweise zertreten. Und auf dem Dach von dem Anbau nebenan, von so einem kleinen Anbau, da klebte eine Blutlache. Wahrscheinlich war ein Mensch aus dem darüberliegenden Fenster herausgesprungen oder auch rausgeworfen worden, möglicherweise. Ich bin dann weitergegangen. Es war alles so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich konnte nichts machen. Inwieweit haben diese Ereignisse Ihre Wahrnehmung oder Ihr Handeln geprägt? Haben Sie damals irgendwie die Möglichkeit eines Widerstandes gesehen oder haben Sie die Dinge einfach laufen lassen? Also Ihre Generation ist zur Kritik erzogen worden. Sie können mit Kritik umgehen und sich mit den Alltagsdingen auch kritisch auseinandersetzen. Ich merke das natürlich auch an der Art und Weise, wie Sie fragen. Ich nehme Ihnen das nicht übel. Das ist ja letztendlich Ihr Job und Sie werden da auch für bezahlt. Aber ich frage mich, ob Sie Ihre Fragen auch so stellen würden, wenn Sie Gefahr laufen würden, dafür verfolgt zu werden. Mit Folter oder Haft oder Tod, möglicherweise Verlust des Arbeitsplatzes. Die Existenzgrundlage bricht weg, keiner stellt sie mehr ein. Es war ja damals so, dass nicht mal Zeitungsleute, so wie Sie, die Dinge hinterfragt haben. Geschweige denn ein kleiner Angestellter. Wo waren Sie denn beschäftigt? Ich hatte nach der Volksschule eine Lehre beim Arbeitsamt in Köln gemacht. Und ich bin da 1939 wieder eingesetzt worden, nachdem ich mich bei einer Wehrübung schwer verletzt hatte. Ich hatte da Glück, die Arbeitsämter brauchten ausgebildetes Personal und ich war eben ausgebildet. Ich gehe davon aus, dass ich sonst nach meiner Genesung sofort wieder eingezogen worden wäre. Also insofern hatte ich Glück. Sie nennen das Glück, dass die Arbeitsämter Personalmangel hatten. Woher kam denn dieser Engpass? Also die Art und Weise, wie Sie diese Frage stellen, lässt erkennen, dass Sie den Grund wohl kennen. Da haben Sie schon recht, allerdings sind Sie persönlich in das Geschehen verwickelt gewesen. Ich mache Ihnen das nicht zum Vorwurf, dass Sie von dem Berufsverbot von Juden profitiert haben. Im Gegenteil, diese Geschehnisse sind bislang immer sehr einseitig von der Opferseite dargestellt worden. Zeitzeugenberichte von Juden, die überlebt haben, interessieren die nachfolgenden Generationen weitaus mehr als die Berichte von Nichtjuden, die diese Zeit nur miterlebt haben. Von daher halte ich Ihre Sicht schon für sehr wichtig. Also nach dem 10. November wurden jede Menge Stellen frei. Zum anderen waren Juden ja selbst Arbeitgeber gewesen. Und Deutsche wollten jetzt bei Juden und durften auch bei Juden nicht mehr arbeiten. Dadurch ergab sich ein hohes Maß an Umstrukturierung der Arbeitsverhältnisse. Diese Umstrukturierung erforderte bei den Arbeitsämtern ein hohes Maß an Vermittlungskapazität. Als ich 1939 wieder beim Arbeitsamt anfing, war ich ziemlich erstaunt, wie sich meine derzeitige Aufgabenstellung doch von der Aufgabenstellung während meiner Ausbildung unterschied. Wie sah denn Ihre Arbeit ab 1939 aus? Also ich war zunächst damit beschäftigt, sogenannte Deutschblütige in freie Stellen zu vermitteln. Es war so, es gab ja immer weniger Arbeitskräfte, weil immer mehr Deutsche eingezogen und einberufen wurden.
Das war natürlich für die Rüstungsindustrie ein Riesenproblem. Mittlerweile waren auch fast alle Juden arbeitslos. Und Juden, die arbeitslos waren, die erhielten ja keinerlei Unterstützung. Das war sehr schlimm. Die Nationalsozialisten verboten ihnen zu arbeiten. Und wir konnten ihnen nicht mal die kleinste Unterstützung bewilligen. Man wollte dann die beiden Probleme auf einmal lösen, indem man die Juden zum Arbeitseinsatz in die Rüstungsindustrie vermittelte. Da bekamen sie allerdings auch nur einen Hungerlohn. Wir durften sie nur in Gruppen vermitteln. Es war den Juden verboten, mit den anderen Arbeitern zusammenzuarbeiten. Später kamen dann noch Zwangsarbeiter aus dem Osten dazu, für die das Arbeitsamt dann auch die Vermittlung besorgte. Sie waren also dafür zuständig, großen Firmen Zwangsarbeiter zuzuteilen? Ja, das gehörte 1941 und 1942 zu meinem Aufgabenbereich. War Ihnen bewusst, was so ein Arbeitseinsatz für die Menschen bedeutete? Ja, es war im Grunde genommen klar, dass die Juden zu dem Zeitpunkt in Deutschland keine guten Aussichten hatten. Aber ein Arbeitseinsatz in der Rüstungsindustrie war zumindest nicht das Schlimmste, was einem Juden 1941 in Deutschland passieren konnte. Selbst wenn es damit verbunden war, dass ein Umzug in ein Lager anstand. Wussten Sie damals schon, welches Schicksal den Juden drohte? Ja, ich wusste das. Irgendwann wusste man das. Oder ich habe es zumindest geahnt und diese Ahnung hat sich hinterher bestätigt. Und nachdem ab 1941 die Nazis damit begannen, praktisch alle Juden zu evakuieren, konnte das auch vor der Öffentlichkeit nicht verborgen gehalten werden. Das volle Ausmaß habe ich dann allerdings erst nach Kriegsende begriffen. Wie war denn die Stimmung unter Ihren Mitarbeitern in Ihrem Amt? Ich meine, gab es politische Diskussionen, Auseinandersetzungen? Also nicht in der Öffentlichkeit und auch nicht während der Arbeitszeit. Wer etwas besprechen wollte, musste schon darauf achten, dass er ungestört und unbeobachtet war. Es gab ja damals leider ein hohes Maß an Gesinnungsschnüffelei. Keiner wusste im Grunde genommen, wo er mit seinen Auffassungen und seinen Bemerkungen landete. Zu meiner Ausbildungszeit gab es noch einige, die sich also heftig gegen die braunen Hemden gewehrt hatten und auch ihre Abneigung da deutlich bekundet haben. Aber als ich 39 anfing, waren die nicht mehr da. Und deshalb hielten Sie es für besser, sich aus allem rauszuhalten? Das konnte ich natürlich auch nicht. Wenn ich meine Arbeit begann, war ich ja mittendrin. Ich habe immer nur zugesehen, dass es mir nicht egal war. Wenn es einem egal war, machte man mit. Ich hatte also Kollegen, für die waren das alles nur noch Nummern und Zahlen. Und für Sie? Worin unterschieden Sie sich von diesen Kollegen? Tja, das ist schwer zu beschreiben. Man durfte sich ja in seinem Handeln nicht von dem der Nationalsozialisten unterscheiden. Auch wenn man es gerne gemacht hätte. Waren Sie Mitglied der NSDAP? Ja, das konnte ich mir damals in meinem Beruf auch nicht aussuchen. Ich erinnere mich noch, dass ich mich mit meinem Vater sehr, sehr heftig gestritten habe darüber, ob das nun notwendig wäre. Aber wenn man nicht in der Partei war, musste man natürlich sehr, sehr aufpassen, dass einem nicht sonst etwas angehängt wurde. Man hatte dann praktisch gar keinen Handlungsspielraum mehr. Welchen Handlungsspielraum hatten Sie denn dadurch, dass Sie in der Partei waren? Oder besser, welchen nutzten Sie?
Ja, man wurde weniger streng kontrolliert. Die Nationalsozialisten und die Gestapo unterstellten einem an sich keine böse Absicht, wenn man in der Partei war. Also das Leben war schon leichter so. Fühlten Sie sich eigentlich als Täter? Ich habe diese Frage erwartet. Und ich verstehe sie zwar, aber ich finde sie auch unfair. Jeder hat damals versucht, natürlich seine Haut zu retten. Ich war nicht in einer Position, in der ich großen Widerstand leisten konnte. Ich weiß, manche haben es versucht. Aber wie viel leben von denen heute noch? Innerlich waren Sie also im Widerstand und äußerlich in der Partei, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Hatten Sie während der Zeit niemals Gelegenheit, Ihrer Gesinnung entsprechend zu handeln? Also, tatsächlich konnte ich im Jahre 1941 einige Juden vor der Deportation retten. Es war so, dass die Juden, die im Arbeitseinsatz waren, die sollten zunächst nicht deportiert werden. Komischerweise standen aber immer wieder etliche Namen auf den Deportationslisten. Die Arbeitgeber mussten dann vorstellig werden und Anträge stellen, dass diese Namen von den Listen gestrichen wurden. Diese Anträge wurden beim Arbeitsamt gestellt. Ich hatte die Aufgabe, diese Anträge zu überprüfen und von der zuständigen Gestapo-Stelle bewilligen zu lassen. Sie hatten also selber keinen Einfluss darauf, ob diesen Anträgen stattgegeben wurde oder nicht? Eigentlich nicht. Das Einzige, was ich machen konnte, war, dass ich diese Anträge plausibel begründete und dafür sorgte, dass sie frist- und termingerecht gestellt und auch weitergegeben wurden. Und trotzdem wurde immer wieder willkürlich entschieden, obwohl eigentlich jeder Betrieb damals ein kriegswichtiger Betrieb war und Arbeitskräfte kaum noch vorhanden waren. Wie verhielten sich die Unternehmer? Hatten Sie den Eindruck, dass Sie den Verfolgten Schutz bieten wollten oder waren Sie nur an billigen Arbeitskräften interessiert? Und das war schon unterschiedlich. Es gab beides. Schwierig war es nur, das richtig einzuschätzen. Wenn ich direkt mit Unternehmern zu tun hatte, habe ich ihnen immer geraten, so viel wie möglich jüdische Arbeitskräfte anzufordern und auch direkt die entsprechenden Anträge auf Rückstellung zu stellen. Also je nachdem, was das für Leute waren, sagte ich denen, es gäbe keine billigeren Kräfte. Es wäre nicht mal sicher, ob es überhaupt welche gäbe. Und das entsprach ja auch den Tatsachen zum Teil. Wurden durch Ihre Bemühungen viele Juden von den Deportationslisten gestrichen? Ja, am Anfang schon. Die Arbeitsämter hatten durchaus die Möglichkeit, bestimmte Kräfte für bestimmte Betriebe unentbehrlich zu stellen. Gute Aussichten hatten natürlich Fachkräfte und Spezialarbeiter und weniger gute Aussichten ungelernte Kräfte. Aber ohne den Verwaltungsakt ging natürlich nichts. Und da sollte es einem heute eigentlich schon zu denken geben, wenn man sich überlegt, welchen Aufwand Herr Demnig betreiben muss bei Ämtern und Behörden, um seine Steine zu verlegen. Wie viele Menschen wurden genau durch Ihre Hilfe von der Deportation freigestellt? Auch wenn Sie es nicht genau wissen, Sie werden doch sicher eine ungefähre Vorstellung haben. Ja. Ich muss leider sagen, dass alle, für die ich zunächst Freistellungen erreicht hatte, dass die nach und nach doch alle deportiert wurden. Es war so, 1943 hatte die Gestapo plötzlich sehr, sehr eilig.
Es wurden keine Anträge auf Rückstellung mehr bearbeitet, auch nicht mehr bewilligt. Die Betriebe sollten unverzüglich ihre Arbeiter entlassen. Die Arbeitsämter hatten auf die Deportation zu diesem Zeitpunkt schon keinen Einfluss mehr. Mir ist gesagt worden, dass die Arbeiter teilweise direkt aus den Betrieben abgeholt und verhaftet worden sind. Die Gestapo hat das wahrscheinlich gemacht, um zu verhindern, dass diese Leute vor dem Transport noch fliehen konnten. Soweit ich weiß, wurden sie dann in Sammellager verbracht und von da aus sind wohl alle dann nach Auschwitz gebracht worden.